Senator Thompson, ich fühle mich geehrt, heute mit Ihnen zusammen hier zu stehen. Und Ihre freundlichen Worte beschämen mich. Danke. Meine Damen und Herren, heute beginnt ein Wettstreit zwischen zwei verschiedenen Wertvorstellungen. Entweder gehen wir nach vorn oder wir leben weiter in der Vergangenheit. Entweder werden wir wieder die führende Technologienation der Welt oder wir stecken unsere Köpfe endgültig in den Sand. Den Sand von Saudi-Arabien, den Sand des Irak. Entweder wir lassen zu, dass durch Gier und Korruption unsere Industrie und unsere Küsten zerstört werden, oder wir nehmen unser Land wieder in die eigenen Hände.